is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Der Ruf nach Frieden und Sicherheit. Und heile den Schaden meines Volkes nur oben hin, indem sie sagen: Friede, Friede, und ist doch nicht Friede. Anhänger des Papstes, Protestanten und Weltmenschen werden in diesem Zusammenschluss einen großen Schritt sehen in Richtung auf Bekehrung der Welt und auf Herbeiführung des lange erwarteten Millenniums. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel vergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn das philosophische Denken die Angst vor den Gerichten Gottes verbannt hat, wenn religiöse Lehrer auf bevorstehende lange Zeitalter des Friedens und des Wohlstandes hinweisen und sich alles in der Welt um die eigenen Geschäfte und Vergnügungen dreht, um Pflanzen und Bauen, Feste feiern und Spaß haben, wobei Gottes Warnungen missachtet und seine Boten verspottet werden, dann, ja dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen. Und sie werden nicht entfliehen. Wie damals die Bewohner im Tal Siddim, träumen die Leute vom Wohlstand und vom Frieden. Rette dein Leben, hatten die Engel Gottes gewarnt. Aber da lassen sich andere Stimmen hören. Regt euch nicht auf, es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Die Massen rufen: Es ist Friede, es ist keine Gefahr. Während der Himmel erklärt, dass der Übertreter plötzlich vom Verderben überfallen werden wird. In der Nacht vor ihrer Zerstörung schwelgten die Städte der Ebene in Vergnügen und spotteten über die Befürchtungen und Warnungen des Boten, der im Auftrag Gottes sprach. Aber diese Spötter kamen um in den Flammen. In jener Nacht wurde die Gnadentür für die bösen, sorglosen Bürger Sodoms endgültig verschlossen. Gott lässt sich nicht immer spotten. Er lässt sich lange mit sich spaßen. Denn siehe, des Herrn Tag kommt grausam, zornig, grimmig, die Erde zu verwüsten und die Sünder von ihr zu vertilgen. Die große Masse der Menschen wird Gottes Gnade verwerfen und wird vom plötzlichen Verderben überwältigt werden, aus dem es keine Rettung gibt. Alle aber, die auf die Warnung achten, werden im Schutz des Höchsten sitzen und unter dem Schatten des Allmächtigen bleiben. Seine Wahrheit ist ihnen Schirm und Schild. The Lord is coming. Are you ready?